Ja, ich bin mal wieder ein Stück rausgefahren. Bin jetzt bei Nossen. Will hier eine kleine Runde laufen und ein paar Cash suchen. War ganz schön kalt die Nacht. Aber mit Heizung geht das. Und wenn du im Bett bist, geht's sowieso. Jetzt erstmal den Motor laufen lassen, weil ich gestern Abend ganzen Abend die Heizung an hatte und da hat jetzt die Batterie nicht mehr gereicht. Ich habe ja die Heizung hier auf meiner Zusatzbatterie. Die ist ja original im Auto und um die auf meine Zusatzbatterie zu klemmen, das müsste man ja in die Fahrzeugelektrik eingreifen. Das ist nicht unmöglich, aber den Aufwand muss ich mir jetzt nicht unbedingt machen. Ich komme hier zurecht. Da stehen noch 3-4 Autos auf dem Parkplatz von Leuten, die hier oben spazieren sind oder in ihren Garten sind hier. Wie auch immer. Aber ich bin hier gleich bis zum Ende von dem Parkplatz, der Kohlenparkplatz. Bin bis zum Ende von dem Parkplatz gefahren und habe hier ein bisschen meine Ruhe. Ich werde mal gemütlich essen und dann laufen wir noch ein Stückchen und suchen 3 Kilometer. Zwei Rohre, die hier über die Mulde gelegt wurden. Aber es ist tatsächlich bloß eine Brücke. Zweifelsfrei. Zählt das Mulden-Tal zwischen Wattung und Siebenlehen zu den schönsten Flecken hier im Stadtgebiet. Hier kann man viel Wissenswerte über den historischen Bergbau erfahren, bei einem Abstecher aus dem Rodischturm einen herrlichen Ausblick gelingen, danach an oder in der Mulde entspannt und bei einem kleinen Spaziergang einfach die Natur genießen. Während die Kinder sich auf dem Fußballplatz oder dem Gipfelparcours austoben, im Party braucht der Picknick-Jump über die Dammbach, kann Mutti noch den einen oder anderen Cash einsammeln. Davon gibt es ja inzwischen doch den einen oder anderen und auch ich will nun meinen Beitrag verbinden. Jetzt zum Cash. Eigentlich ein einfaches langer Radi, bei dem ihr eure Spuren und Kinder mit dem Schiff habt. Egal welchen Grad ihr in Bögen.
Oder sie suchen einfach mit. Dafür wäre dieses Gericht nicht geeignet. Hinweis: magnetisch vom Sportplatz aus links. Da gehen wir Aschen weiter. Wenn ich gleich am Aschen so lange suchen hier. Könnte ja auch hier oben sein, aber hochklettern will ich jetzt auch nicht. Zu kalt heute. Glasfaser vernassen. Ja, komischerweise hatte ich hier gutes Internet am Parkplatz. Mitten im Tal hier. Das ist eigentlich nie erwartet, dass ich hier was sehe. Ja, hier links sehen wir den Turm. Und da hinten das Nossener Schloss. Ich weiß nicht, ob Nossen ein Schloss hat. Aber es sieht danach aus. Weil die nächste Dose am Weg muss auf der Insel liegen. Sehen, ob wir irgendwo noch rüberkommen. Aber wahrscheinlich nicht so richtig. Zumindest bei den Temperaturen habe ich keine Lust, mir die Füße nass zu machen. Ach, hier gibt es einen Übergang. Nicht so richtig. Hat sich hier ein Wolf ein Schaf gerissen. Keine Lust, mich nass zu machen. Habe keine Wechselklamotten mit. Sie haben, dass der Turm gesperrt ist. Wegen Corona. Das ist völlig idiotisch, finde ich. Aber deswegen sind wahrscheinlich nicht so wenig Leute hier. Die Farbgebung soll übrigens an Bäume erinnern. Brauner Stamm und grüne Blätter.
haben wir vielleicht einen gefunden. Den an der Brücke, mal sehen, vielleicht habe ich doch noch Lust dann, aber momentan habe ich keine richtige Lust dann nochmal zu suchen. Ich werde vielleicht nochmal mit der Drohne zum Turm fliegen. Ja, bin gestern noch durch Spätschicht hierher gefahren. Hab gleich hier unten im Auto geschlafen wieder. War ja erst um 12 Uhr dann da. Halb 12 Uhr. Hab dann noch in Ruhe einen Film geguckt und bin hier um 2 ins Bett. Und heute Mittag, ich habe herrlich geschlafen in der Ruhe hier. Gut, der Autobahn ist in der Nähe, aber das hat man eigentlich im Auto nie gehört. Jetzt hört man sie als Hintergrund rauschen. Im Moment arbeite ich noch an einem großen Rumänien-Video. Das zieht sich aber noch eine ganze Weile hin. Da bin ich noch nie allzu weit gekommen. Bis dahin habe ich aber noch ein bisschen Material im Petto, da ich noch ein paar kurze Filmchen zeigen kann. Genügend Vorlaufzeit noch. Und da ich wie heute auch nie jedes Wochenende zu Hause sitzen bleibe, kommt ja doch noch ein bisschen Filmmaterial dazu. Ich stand hier über Nacht allein auf dem Parkplatz. Mittlerweile sind noch ein paar Autos dazugekommen, die hier umwandern sind wahrscheinlich. Ich bin hier über die Brücke. Da hinten lang. In Nossen über die Brücke, dann hier hoch.